ist denn los? Na, das hat mir noch gefehlt. Ja, mir ist nichts passiert. Was nichts passiert? Letzte Vorräte zerschlagen, kein Pfennig in der Kasse, den ganzen Tag auch kein Kunde hier gewesen. Und da rennt's hin. Los, wir wollen retten, was zu retten ist. Na, wird ja eine feine Mischung werden. Pech, nicht wie Pech. Bei Lieferanten habe ich auch keinen Kredit mehr. Ich kann nichts dafür, Herr Rabe. Ja, ich weiß schon, ich bin eben ein richtiger Unglückshabe. Hol dich auf die Splitter, Vorsicht. Ach, hallo, Mobiliar ist auch verpfändet. Es werden schon noch bessere Zeiten kommen. Und außerdem Scherben bringen Glück. So meinst du, ja, mir nicht, verstehst du? Und dir auch nicht. Ich könnte jetzt. Ja. Bin ich zu Hause. Ja. Morgen, Herr Gerichtsvorsteher. Wünsche wohl Geruht zu haben. Der Chef ist leider nicht zu Hause, er ist schon ausgegangen. Ach, das ist aber schade. Ich habe nämlich eine sehr angenehme Botschaft für Herrn Rabe. Ich komme in einer Erbschaftsangelegenheit. Sie? Was? Erbschaft? Da sind was? Sie ja, Herr Rabe. Ja? Ihr Lehrling sagte gerade, dass Sie... Ja, ich mach mal weg, jetzt bin ich wieder hier. Aber was ist los? Erbschaft? Ja, im Moment, Herr Rabe. Frau Barbara Wiesner, geborene Rabe, hat Sie zu Ihrem Universalerben eingesetzt. Hier ist das Schreiben des Notars. Und Moment mal, hier sind die Schlüssel für die Wohnung in der Stadt. Und da weiter nochmal, das kann man ja gar nicht fassen. Was? Ich glaube, ich bin ja... Ja, Sie sind ein Glückspilz, Herr Rabe. Ja, Scherben bringen Glück, ich gratuliere. Ach du laut, Junge, jetzt haben Paddelboot, Motorrad. Halt, im Namen des Gesetzes. Ja. Das Testament verlangt ausdrücklich, dass Sie sofort in die Stadt fahren und die Erbschaft antreten. Gemacht. Mantel, Hut, los. Und du, hör mal, Zahnbürste. Lavendel. Das ist ein Ding. Wieder? Das ist ein Ding. Was? Super, das ist ja die reichste Symphonie. Ja, ist ja eine feine Nase, was? Darf man fragen, was das ist? Ja, ich bin ja spezieller Haarwuchsmittel. Komm, setz dich mal rein hier. Komm, jetzt. Was ist denn? Das war was Scharfes, glaube ich. Ja, richtig. Macht aber nichts. Ich will nicht verraten, das ist das Geheimnis. Pulverisiertes Glas. Was? Trink bis ins tiefste Innere. So, fertig. Glauben Sie wirklich, dass mir das helfen wird? Aber hör mal, in den dollsten Fällen, wenn nichts mehr hilft, Rabe Spezialmixtur, da blüht in einigen Wochen. So? Na, der Zug geht in 10 Minuten. Los. Ja, los ist gut. Wieso? Woran fehlt's denn? Ich habe diese... Ach so, aber ich bitte Sie, lieber Herr Rabe, hier... Moment mal, wird Ihnen 50 Mal genügen? Aber das kann ich gar nicht annehmen. Aber ich bin bereit. Vielen Dank. Das ist doch gut. Alles gut. Und setz doch mal hier rein. Spiel 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 doch mal hier rein. Bitte schön. Ja, da sind Sie ja über Nacht ein reicher Mann geworden. Jawohl. Na, was sagen Sie dazu? So eine Bekanntschaft habe ich mir schon immer gewünscht. Ja, und wissen Sie, dass der Ober Ihnen da eben den Kaffee übers Kalk gegossen hat, ist bestimmt kein Zufall, das ist Schicksal. Kleiner Schreck, erste Hilfe, ich war von mir, man lernt sich kennen. Felix Rabe, heiß ich. Ich heiße Lili. So, da wäre warmes Wasser. Frühe Heibel, wieso lieber Kaffee, nicht wahr? Und Kuchen und Obst. Flasche Cognac. Aber kleine. Wie üblich. Jawohl, bin ich auch. Prost. Was machen Sie den ganzen Tag? Getan? Ich meine, wo sind Sie angestellt? Angestellt? Ich bin nicht angestellt. Ja, ich meine, man muss doch irgendwas tun. Ich meine, jeder Mensch muss doch was tun. Na ja, ich gehe ins Geschäft. Das heißt, wenn es mir passt. Wenn ich keine Lust habe, brauche ich nicht hinzugehen. Moment mal, sowas habe ich mir immer schon gewünscht. Na, Sie haben es nötig. Was machen Sie überhaupt mit dem vielen Geld? Ach, wenn Sie einen Frisiersalon, einen riesigen Frisiersalon. Einen Frisiersalon? Ja. Also, das ist doch fad. Ich dachte, Sie würden privatisieren. Was ist das, privatisieren? Privatisieren heißt nicht alles und überall dabei sein. Aha. Und was macht man dann da so? Und was man halt so macht, zum Beispiel tanzen, Sport treiben, Tennis spielen, reiten. Ah, können Sie reiten? Ich nein. Ich leider auch nicht. Aber das kann man lernen. Können wir zusammen machen, lernen. Und dann müssen wir reisen. Ja. Zum Beispiel nach Cannes oder irgendwo hin, also in einem großen Wagen. Richtig. Im Auto müssen wir fahren. Ja. Ich sage
Ihnen, es geht nichts über einen eigenen Wagen. Ja, natürlich. Am besten ist, Sie kaufen sich ein Cabriolet. Aha, ja. Also, soll ich abschalten? Nein, nein, ich fahre weiter. Auf Wiedersehen. 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 Hat mich sehr gefreut. Ich auch, auf Ehrenwort. Und bei heute Abend bleibt es. Ja, ja, Sie holen mich hier ab, nicht? Jawohl, hier dann schon was. Wiedersehen. Ab. Wiedersehen, Wiedersehen. Lärchengasse 8. Ey, mit dem Wichsengeld schaut schlecht aus. Na, mach dir keine Mühe. Danke vielmals, danke bestens, danke vielmals. Liebe, liebe Tante Barbara, ich danke, danke dir. Ich stehe hier vor dir, glücklich und tief beschämt. Tante Barbara, ich bekenne, ich habe dich im Leben stets verkannt. Du bist zwar ganz sicher eine rätselhafte Tante gewesen, aber auch sicher eine ungewöhnliche, eine besondere Frau. Alle deine Angehörigen haben dir auch immer Unrecht getan. Auch ich bereue heute, Tante Barbara, dir nie geschrieben zu haben. Ich danke dir auch sehr für das Schaukelpferd, das du mir früher einmal geschenkt hast. Ich habe nie gehofft, Tante Barbara, dass du mir einmal wieder etwas schenken würdest. Aber heute sehe ich erst, wie sehr du mich geliebt hast. Wie soll ich dir dafür nur danken? Ich weiß es nicht. Es ist auch zu spät. Du bist dahingegangen und ich kann dir heute nur versprechen, mich deiner Güte würdig zu erweisen. Du sollst mir immer ein Beispiel sein in allem. Auch ich will Gutes tun, wo ich kann. Wie du. Bestimmt, liebe Tante, das will ich tun. So. Na, nun wollen wir mal sehen. Ich komme hier angerast, ich bin ja ganz außer mir, die Wohnung ist ja leer. Was für eine Wohnung, wer sind Sie? Kaiser Felix Rabe. Sie sind der Herr Rabe? Ja. Weißt du, Sie warten ja schon wochenlang auf Sie. Und jetzt bin ich hier und es ist nichts drin, es ist ja nichts drin. Na ja, die liebe, gute Tante war eben so mildselig und hat dem alles schon früher weggeben, ne? Was heißt weggegeben? Ich kann nichts weggeben, der Erbe bin doch ich.
Aber es ist ja noch oben. Was denn? 13 Stühle. Aber das weiß ich ja, aber es ist schön, ist wieder mehr. Und ein Brief ist auch dabei. Wo? Nur bei den Stühlen. Das ist den Hort. Meine liebe Tante Barbara. Ah, ich weiß ja, du hast mich erkannt. Aber ich habe dich immer durchschaut, du boshafte Person, du. Du hast immer auf deinem Gelde gesessen. Die Rabes waren dir ja nie fein genug. Wie war das Weihnachten mit dem Schaukelpferd, hm? So, dann kam die Rechnung und meine Mutter hat es sich vom Munde abgespart. So. Und jetzt? Jetzt stehe ich hier ohne einen Pfennig Geld und kann nicht einmal nach Hause fahren. Das hast du dir ja herrlich ausgedacht. Doch, ich könnte dir... Tu's nicht. Tu's nicht. Was, 1,50 für das Haus? Aber das ist doch viel zu wenig. Das war alles so verschleudert. Bitte sei ruhig, das verstehst du nicht. Wir brauchen Umsatz, wir brauchen Platz. Wenn du Platz brauchst, dann kaufe ich den Dreck. Das ist ja nicht so ordinär. Was habe ich denn schon gekauft? Die Bassgeige da zum Beispiel. Wer braucht denn halt so da schon eine Bassgeige? Das verstehst du nicht. Du bist immer so obstinat. Kompliment, bitteschön. Ja. Womit kann ich denn dienen? Ich hätte da ein Angebot für Sie. Aha, ja, um was handelt es sich denn? Es handelt sich um 13 Stühle. Ja. Wir brauchen keine Stühle, wir haben genug eigene Stühle. Es ist nämlich echtes Biedermeier. Oh, schwer, das ist schwer, Biedermeier. Biedermeier, ich weiß, Biedermeier, ich verstehe Sie schon. Ja. Nein, wir haben kein Interesse. Ich brauche aber dringend Geld. Wir brauchen keine Ware, wir brauchen Umsatz. Ich gebe Sie um jeden Preis. Sie hören doch, wir haben kein Interesse. Telefon. Ja. Telefon. Ja. So geh doch. Ich geh doch schon. Hallo, ist, dass du mir keinen Abschluss machst? Ja. Hallo. Opa. Ist das weit? Ja. Ist gleich gekommen. Kommen Sie, wir wollen uns hier anschauen. Ja. Naja. Das ist aber kein reines Biedermeier. Aber schöne polierte Birke. Hier. Das ist Birne. Ja, ist ja egal. Und was anderes zum Muster. Schön gepolstert. Ja. Das ist nicht schlecht. Das Muster ist nicht schlecht. Was kann man dafür bekommen? Ja. 5 Mark. Was, für alle? Nein, pro Stück. So, pro Stück, das ist ja 5 mal 13. 65. 65 Mark, einverstanden. 7, wenn Sie verkaufen. Wollen Sie denn nicht kaufen? Ich nicht. Ich habe, das wäre ein Risiko. Ich kann Sie in Kommission nehmen, wenn Sie wollen. Bin ich einverstanden, wenn Sie mal einen größeren Vorschuss geben? Vorschuss geht nicht. Ich kann nicht verhungern, ich habe ja kein Pfennig Geld. Ich muss doch leben, wie die Schüler. Ich will zwei Sachen verkaufen. Sonst gehe ich lieber Geld. Geben Sie mal 30 Mark. Hm? Ich gebe 20 Mark. Gut. Vorschuss. Darf ich nicht bei mir? Wenn Sie zu mir ins Geschäft kommen, können Sie es bekommen, meine Frau, das Geld. Nicht so besonders. Das kann man noch mehr ziehen, ich weiß nicht, vielleicht noch wenig, glaube ich. So. Das ist ein bisschen anders, geht's? Ja, ja,
Schwer, was? Hm? Hier mein Gewicht. Ja. Hier mein Gewicht. Kommen Sie, geben Sie mir die 20 Mark. Was? Hier. Karin? Um Gottes Willen. Jetzt hast du diesen ganzen Plunder doch gekauft. Ja, sage mir, bist du denn wahnsinnig geworden? Nein, nein, nicht in Kommission. Ich hab sie in Kommission, aber ich sehe doch. Gib mir 20. Ich brauch sie erst als Vorschuss für ihn. Wenn du sie nur in Kommission hast, brauchst du ihm doch keinen Vorschuss zu geben. Ja, er hat doch nichts zu essen, er hat doch Hunger. Bist du denn sein Nährvater? Das ist doch egal, so gib mir diese 20. Ja gut, dann hast du 10 Mark und keinen Pfennig mehr. Oder hören Sie? Sie wollten mir noch 20 geben. Ja, also kassieren Sie sich doch bei ihr ein. Wann glauben Sie, kann ich wiederkommen? Ich weiß schon, ich komme nicht in den nächsten Tagen. Komme ich morgen wieder vorbei? Ja. Wiedersehen. Sag mal, Alois, bist du denn schon ganz und gar verdrottelt? Also, und überhaupt, ich verbiete mir ein für alle Mal diesen Ton. Verstehst du? Und du machst mich ja lächerlich. Ich mache dich nicht, du bist es. Und du hast mich vor einer Kunde nicht zu blamieren. Du hast mich desavouiert. Verstehst du? Wo gehst du denn hin? Stühle gehe ich verkaufen. Nicht einen wirst du verkaufen. So, das werde ich ja sehen. Alle werde ich dir verkaufen. Ich muss schon sagen, ein sehr einfaches Verfahren. Die Launen eines reichen Landes. Entschuldigen Sie, das ist es ja nicht. Ich möchte Ihnen ja ganz gern was erklären, aber zu Hunger darf ich erstmal essen. Und bitte wieder. Wenn Ihnen ein Würstchen schmeckt. Doch, und ob. So, jetzt geht es mir etwas besser. Das kann ich Ihnen auch sagen. Frau Lilly, ich habe so eine große Enttäuschung erlebt. Wir werden leider nie zusammen reisen. Wir werden auch nicht reiten lernen. Das habe ich nur gedacht. Was? Was ist denn los? Ja. Und die Erbschaft war nichts. Das tut mir leid. Für Sie. Morgen kann ich Sie doch wiedersehen. Morgen Abend bin ich auf jeden Fall nicht mehr. So, ich glaube, wir gehen jetzt am besten. So, eine Enttäuschung geht natürlich auf die Nerven. Und Sie müssen ja auch schlafen
Du bist denn? Hörst du denn nicht? Es klopft. Also gehen raus, schau nach. Wieso? Es sind doch keine Geschäftsstunden. Vielleicht sind es Einbrecher. Na eben. So geh doch schon raus, geh. Ich geh doch. Ich hab doch keine Waffe bei mir. So lass dir halt das ganze Geschäft ausräumen. Feigling. Du, Kelly, nicht so unheimlich. Kann ich ein bisschen zu dir? Nein. Ich war aber groß, wo ich bin. Schon wieder? Nein. Ich wollte dir nur sagen, dass jetzt niemand mehr klopft. So etwas Blödes. Und dazu weckst du mich auf? Du hast Nerven. Das ist eine göttliche Ruhe. Was machst du denn da? Baldrian-Tropfen nehme ich. Furchtbar. Bitte schön, nehme ich sie nicht. Nehme ich sie nicht. Was ist denn? Nichts. Vermögen wert. Was? Lass dir nichts einreden, der Mann ist ein Schwindler. Nein, nicht in Angelegenheit, die du nicht verstehst. Du wirst mich doch einmal rufen, du. Was sagen Sie? Ja. 100.000 Mark in bar, in einem der Stühle eingenäht. Nein. Können Sie das beweisen? Natürlich, kommen Sie her. Natürlich, kommen Sie her. Können Sie lesen? Kommen Sie her. Da steht's. Da steht's. Sehen Sie? Sagen Sie, wissen Sie, wo die Stühle sind? Ja, natürlich. Kann ich holen. Also los, ich müssen mir helfen, das Geld zu bekommen. Geben Sie mal die Adresse. Ja, damit Sie hingehen. Natürlich gehe ich hin. Ich gehe hin und sage dem Mann ganz einfach, dass er in einem der Stühle... 100.000 Mark eingenäht sind. Natürlich. Ja, dann bekommen Sie das Geld überhaupt nicht. Warum nicht? Weil die nicht blöd sein werden. Wieso? Pass auf, wir müssen zusammenhalten. Ja? Verstehen Sie, wir müssen uns zusammentun. Jawohl. Sie wissen, dass in einem der Stühle 100.000 Mark eingenäht sind. Ja? Ich weiß, wo die Stühle sind. Ja? Bitte. Was bieten Sie mir? 20%. Ich bin ja kein Wucherer. 1%. Sie fallen von einem Extrem ins andere. Man sieht, dass Sie kein Kaufmann sind. So. 10%. 10, das ist real. 10%. Gut. 10 abgemacht. 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 Geh mal. Kommen Sie. Bitte.
Nein, das handelt sich um... Sind Sie ruhig? Ich sag ja nichts. Hm? Franz, Herr Chef, stehen Sie dem Herrn Hofbauer sofort die Stühle heraus. Ja. Es ist mir nur unangenehm, dass ich schon 9 davon verkauft habe. Was haben Sie? Ja, verkauft. Ah, das ist Sie, Herr Hofbauer, machen Sie mir keine Sachen, wenn da am Ende mit den Stühlen etwas nicht stimmt und ich mit der Kundschaft Unannehmlichkeiten habe. Deshalb kommen wir doch her, um die Sache zu bereinigen. Geben Sie uns die Adressen. Nehmen Sie mir die Adressen und... Ja, bitte, die können Sie haben. Ich bin Ihnen sogar sehr dankbar. Und die 4 Stühle, die noch da sind, die zahle ich gleich. Ja, dann Empfang. Ja, ich schicke sie mir noch halbwegs zu. Nicht nötig, die nehmen wir gleich mit. Ja, die nehmen wir nicht, natürlich. Und da... Ich bin der Gerichtsvollzieher. So, da sind die Adressen. Jetzt schreibe ich Ihnen noch eine Quittung und dann bin ich auf der Sache heraus. Das Inventar des Ladens ist gepfändet. Was? Ja, es tut mir leid, aber ich muss vollstrecken. Jetzt? Unser Gläubiger hat lange genug gewartet. Halt! Was machen Sie denn da? Die Stühle sind ja gepfändet. So? Wir wollten sie eben kaufen. Wenn Sie kaufen wollen, dann kommen Sie am Mittwoch um 10 Uhr zur Versteigerung hier ins Geschäft. Heute Nacht, ja. Importieren. Das war ein schöner Anfang. Mhm. Der hat uns jetzt vielleicht 100.000 Mark gepfändet. Es ist keine Zeit zu verlieren. Also wohin? Wird zu streit. Jetzt werden wir so geschnitten auch. Das ist, wo ist der alte Umstein? Nicht nochmal. Was soll ich denn sagen, wenn er kommt? Was soll ich denn? Keine Ahnung, frech muss man sein. Bitte? Na? Guten Tag. Guten Tag, Didi. Wir wollten in der Stadt. Oskar, lieber Oskar. Ja, kennen Sie mich nicht. Ich kenne Sie ja gar nicht. Aber Oskar, Menschenskind, was machst denn für Witze? Aber... Oskar, kannst du dich gar nicht mehr erinnern, wo wir uns kennengelernt haben? Vor einem Jahr, wo war es denn gleich da in... Funking war es natürlich. Wo das Lokal da war, Oskar, mit den runden Stühlen und Tischen. Warum lässt sie denn hier stehen? Führ mich weiter, Oskar. Führ mich weiter. Oskar, du blutest ja. Hast du denn ganz vergessen, dass ich Friseur bin? Hm? Ich bin sonst nicht so vergesslich. Du bist aber vergesslich. Du weißt denn gar nicht mehr damals in Partenkirchen? Hm? Das schöne Wetter, wie die Vögel sangen. Was? Was denn? Wo ist der andere? Das ist mein Vater, der war da draußen. Komm, Oskar, komm. Ja? Es war nichts. Kommen Sie! Ja.
trotzdem, wir können doch nicht beide auf dem Stuhl sitzen. Natürlich können wir nicht beide auf dem Stuhl sitzen, aber ich mache dich darauf aufmerksam. Den Stuhl hat der Fritz mir geschenkt. Das ist nicht wahr. Baumutter hat er gesagt, damit du endlich deine Strümpfe in Ruhe stopfen kannst. Aha. Und ich soll meine Zeitung in der Luft lesen. Ja, ja. Ach, das ist ja ein Lümmel. Ach so. Wirst du aufstehen vom Stuhl? Nein, 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 ich steh nicht auf. Auf! Nein, 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 ich steh nicht auf. Auf! Das soll doch der Teufel reinschlagen. Ich wär so liebe alte Leute. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als ehelichen Frieden. Reden wir mal rein, hören Sie mal. Sie reden mir. Na, reden Sie doch. So reden Sie. Na, Ihnen. Aber warum? Aber wer sind Sie denn eigentlich? Was wollen Sie denn überhaupt von uns? Guten Tag. Wir wollen nur Ihr Bestes. Wenn Fritz das wüsste. Dass seine lieben alten Eltern. Wenn er mit dummen Stuhl so steigt. Dann würde Fritz den Stuhl zum Fenster hinauswerfen. Was wollen Sie? Wir wollen nur den Frieden. Selbstverständlich. Und so ziehen wir von Haus zu Haus. Und wo wir einen Stuhl finden. Um den sich zwei Leute streiten. Dann ruhen wir nicht her, bis wir haben. Den Frieden. Ja. Das sind aber liebe Menschen. Und so unneigend. Ja. Hier. Was soll an kosten, der Zankapfel? Ich meine, der Stuhl. Ich meine, was hat der Herr Fritz dafür bezahlt? Ja, ich glaube, 14 Mark. Ja, ja, 14 Mark. 14 Mark. Gut, da benehme ich ihn. Nicht. Was? Wir kriegen billiger. Aber was, wenn ich erstmal anfange, Frieden zu stiften, lass mich auch was kosten. Hier. Bitte. 14. So, hier ist das Geld. Ja. Danke, lieber Herr. Sie sind ein guter Mensch. So, gib den Stuhl her. Da ist der Sessel. Hier. So, nicht wieder zanken. Hm? Nein, nein, nein. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Na, Eide. Der Zank ist zu Ende. Ja, und das Geld ist wieder da. Da wird der Fritz drehen. Was? Nichts, was? Ach, wieder nichts. Was machen wir jetzt mit dem Stuhl? Was ist das denn mit dem Stuhl? Sie, hallo. Ja? Ist der Stuhl zu haben? Ja, geben Sie 10 Mark. Na, das ist ein bisschen zu viel. Geben Sie 4. 4? Gemacht, einverstanden. Wiedersehen. Wiedersehen. Der Fritz kommt. Wo ist der Fritz? Na, Vater, Mutter, was glaubt ihr, was habe ich euch mitgebracht? Na? Na? Den zweiten Stuhl. Ach, na, oh, jetzt könnte jeder auf einen sitzen. Ja, ja, ja. Mein Stuhl. Wir suchen den deiner, ha? Der Vater hat seinen verkauft. Was, Vater? Das ist der Vater. Du hast ihn verkauft. Du hast ihn verkauft. Na, wer hat das Geld genommen? Ja, das habe ich genommen. Jetzt haben wir ein gutes Werk getan. Das bringt uns bestimmt Glück. Ja, das Beste zuerst. Jetzt kommen wir zum fünften Stuhl. Da ist es. Ja. Ich schlage vor, wir sprechen gleich mit der Direktion. Ach, warum? Wozu? Wir können doch mal auf ehrliche Art und Weise... Wenn es das Kind loswerden, nie? Hm? Verstehst du gar nicht? Ziehen Sie mich zu leichtsinnig. Vor allem, wenn wir Umschau halten. Hm? Man muss nicht immer gleich zahlen. Wenn ich bedenke, was ich für Sie tue. Werfen Sie es mir doch nicht immer vor, ich würde Ihnen ja später gern vergüten. Vergüten? Vergeben Sie mir das, was Sie mir versprochen haben? Was haben Sie denn 10%? Die haben aber Sie ja... Sie haben mir doch 20 geboten. Die wollten Sie ja nicht nehmen. 50 wollte ich nicht nehmen. 50 wollte ich nicht nehmen, aber 20? Die nehmen Sie. Die wollen Sie? Ja, na ja. Bitte, haben Sie 20.000 Mark? Ja, wenn ich sie kriege. Wenn ich sie kriege. Zwei Erwachsene. Mein Programm, bitte. Was? La Bella Irene, die schöne tätowierte Amerikanerin, hatte aus ihrer Jugendzeit nur noch schwache Erinnerungen. Sie ist in ihrem fünften Jahr. Was? Ich höre jemanden. Ist niemand da?
Los, schnell, schnell, schnell. Wie geht's? Ja, wenn Sie? Niemand? Die Türen müssen. Was? Was? Wahrscheinlich Staatsfeind Nummer 2. Oh nein, Staatsfeind Nummer 1. So führt mich ja schön gruselig. Nein, der hat ja 140. Das ist doch Onkel Otto. Stimmt etwas nicht. Ah, was ist? Mein Schlumpfband ist gerissen. Halt mir meine Tasche. Es ist ja niemand hier. Ah, was sagst du, Annie? Ich glaube, der hat geguckt. Wer denn? Der Staatsfeind. Okay. Du bist mir war es aber so. Hallo! Ja, 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 wir kommen schon! Ja. Nichts, nichts. Was sagst du, Bobby? Du glaubst mir, meinst du aus Halle nicht? Gnädiges Fräulein. Da ist ein Mann vom Telefonamt von der Störungsstelle. Und sind immer diese Störungen? Sie sehen doch, dass ich spreche. Entschuldige die Störung. Was sagst du? Ich schwindle? Ich schwindle nie. Nein, danke. Wir wollen keine Störungen. Ja, haben Sie nicht gehört? Ja. Kommen Sie. Bobby, sei nicht so einsichtig. Ich schwöre dir, ich habe Eberhard seit Wochen nicht gesehen. Was? Eberhard bei mir hier oben in meiner Wohnung? Ach, du träumst. Das ist ja ausgeschlossen. Sie haben mich gar nicht empfangen. Sie haben die Türen zugemacht und... Nun, da wundern Sie sich, Störungsstelle, wenn Ihnen nichts Besseres einfällt. Warum? Die Idee ist nicht schlecht. Aber... Ja, dann vielleicht fällt Ihnen etwas Besseres ein. Was soll ich sagen? Das weiß ich ja nicht. Sagen Sie, Sie kommen von der Gasanstalt. Ja, dann kochen die elektrisch, nicht? Was sind die vom Beruf? Das weiß ich nicht. Nach dem Stummmädchen zu schließen, ja, ist sie so... Wieso? Ich weiß nicht. Was? Denken Sie, die ist so, Stummmädchen. Jetzt habe ich eine Idee. Ja? Jetzt habe ich eine Idee. Ich komme gleich. Warten Sie hier. Ja. Also, mein lieber Bobby, wir müssen jetzt Schluss machen. Blumen? Ja, die darfst du mir schicken. Sehen Sie? Ja? Ideen muss man haben. Was soll ich damit? Blumen. Was soll ich denn Blumen? Die geben Sie hier. Die überreichen Sie hier und sagen Sie ganz ehrlich, was Sie wollen. Ja. Sie wollen doch immer ehrlich. Richtig. Das ist die beste Lösung. Richtig. Ich warte. Ja. Du weißt schon. Gehen Sie nur weiter. Ja? Guten Tag. Ah, das ging aber schnell. Ich wollte... Ich weiß, Sie kommen vom Bobby. Ja, na, ja, herrlich. Herr Bobby, komm ich. Die duften ja. Einen Moment, ja, bitte. Die duften vom Bobby. Nein, danke, das tue ich selbst. Sie sind doch der neue Chauffeur der Gustl, ne? Ja, ich heiße Gustl. Wie fährt denn der neue Wagen? Na wunderbar, fährt er großartig. Ich habe Bobby sehr dazu geraten. So, das haben Sie, ja. Wir haben da nämlich erst da vor ein paar Tagen mal eine Fahrt gemacht. Zweit nach Graz. Bobby hat doch gastiert. Sagen Sie, war es ein Erfolg? Ja, kolossal war es ja da. Ach, die Leute, die haben ja gebrüllt vor Lachen. Gebrüllt? Ich denke, er hat Lohengrin gesungen. Was er, ja, das, deswegen haben sie ja so geschrien, weil sie eben alle nicht geglaubt haben, dass der Bobby ist. Die haben alle gemeint, ist der Kibura. Na, sehr herrlich. Er hat ja eine wunderbare Stimme. Nicht? Die Stimme von dem ist ja wirklich göttlich, diese Stimme, diese Kraft, nicht? Wenn der mal loslegt, der Bobby, diese unerhörte Kraft da. Ein Moment. Christian. Ah, wie geht's? Danke, alles gut. Ich bekomme da eben Besuch. Das ja. ist mir... Kann vielleicht hier hinten raus... Sehr angenehm. Ja, verstehe. Aber bitte nichts, Bobby, verraten. Na, wo wäre ich denn? Tag, Eberhard. Tag, mein Kind. Verzeih, ich muss mir die Hände waschen. Schweigen Sie! Erlauben Sie... Das ist ja ein Skandal! Ein Skandal! Ein Skandal!
Skandal! Da habe ich dich endlich erwischt mit deinem Bobby. Was fällt dir ein? Wer ist denn der Mann da draußen im Badezimmer? Im Badezimmer? Das ist dein Lieferant. Was? Erzähl mir keine Märchen. Zwischen uns ist alles aus. Bitte schön, entschuldige, wenn ich hier keine Tränen nachweine. Verlange ich auch gar nicht. Du hast mich nie geliebt. Ich war dir nur zum Schenken gut. Wär doch nicht witzig, Eberhard, was du mir schon geschenkt hast. Zu Ostern eine Bonbonniere und gestern einen alten Stuhl. Also beruhige dich, auch das kommt nicht mehr vor. Verdammt. Um Gottes Willen, was machst du mit meinem Stuhl? Anschauen. Angeschaut. Wer hat den zerschnitten? Der Mann, der... Wer? Eberhard? Eberhard, der da vorbeikam eben. Das sieht unähnlich, mir diesen Stuhl zu zerschneiden. Was sagen Sie dazu? Er hätte Bobby nie getan. Niemals? Nie. Rosa! So eine Gemeinheit, für den Stuhl zu zerschneiden. Ja, konnten Sie ihn das nicht verhindern? Wollte ich ja, aber der Mann war ja so schnell, der hat sein Messer rausgehabt und... Fertig. Gut, Sie müssen mir eingefallen. Du nimmst diesen Stuhl und den Herrn Eberhard, Fahrstraße 4, mit einem schönen Gruß von mir. Jawohl. Sehen Sie sich das an? Ja, schau dir das an. Eberhard, wer ist er? Fertig, Fahrstraße 4. Was sagen Sie dazu? Das sieht ihn ja. Aber der Mann war immer so unheimlich. Wenn er gekommen ist, da habe ich immer so ein gruseliges Gefühl gehabt. Wieder nichts. Wozu bringen Sie den Schächer mit, wenn nichts drin ist? Wir sollen ihn zu einem Herrn Eberhard bringen. Was geht denn uns der Eberhard? Dann ist sag ich auch, wir haben vielleicht dadurch eine Unannehmlichkeit. Komm und geh mit. Sind Sie der Herr Gustl? Jawohl, Sie kommen von Herrn Bobby und bringen die Blumen, nicht wahr? Ja. Geben Sie mir, ich bin der Bruder von der Schwester. Und dann hören Sie mal zu, bringen Sie dem Herrn Bobby hier das mit. Und schönen Gruß, nicht wahr? Und sagen Sie ihm, das Leben hätte den Stuhl zwar schon ein bisschen mitgenommen, aber es sei ein Talisman. Und fahren Sie schnell, er wartet nämlich drauf. Mysteriös. Das ist, Sie werden für mich immer geheimnisvoller. Das waren Sie für mich schon immer. Karin, ist er schon da? Wer? Der Dienst, der Felix. Da war er. Es geht nämlich deinen Rabern. Überhaupt, wo warst du denn? Ich war in Varieté. In Varieté? Ja? Da hört sich doch alles auf. Ich arbeite hier den ganzen Tag und du gehst ins Varieté, dich amüsieren. Liebes Kind, ich habe mich nicht amüsiert. Ich war auf der Jagd. Was für eine Jagd? Die Jagd nach unserem Glück. Du bist doch verrückt. Ich bin sogar sehr pfiffig. Da ist er! So, was gefunden? Was ist denn das für eine Geheimnistuerei? Das ist keine Geheimnistuerei. Ich habe Hunger. Bitte richtet das nochmal her. Ich habe Hunger, bitte. Francis? Es war noch nichts. Hm? Also ich meine, was sehr lange in Jenseits. Ja, bis mich da im Keller durch den Koks und den ganzen Dreck durchgearbeitet habe. Muss ich ausschauen. Ja, Spinnen. Ja, Spinnen. So können Sie doch überhaupt gar nicht auf die Straße gehen. Ich bringe eine Bürste.
Haben Sie die Brieftasche? Ja, hab ich ja. Ja, dann ist der Kerl nicht auch noch weggezaubert. Nein. Das Geld ist auch da. Natürlich, aber mein Hut und mein Mantel sind weg. Die hängen in der Garderobe. Das kann man nicht machen. Opfer muss man bringen. Natürlich, ich spiele auch gar keine Rolle, wenn wir das Geld nur kriegen. So ist es, wenn wir es kriegen. Ja. Was ist denn immer? Nein. Was? Ich wollte Sie nur fragen wegen Ihrer Tante. Ich will nicht indiskret sein, aber was ist so eine seriöse Dame? Was? Nein, ich meine, dass Sie nicht vielleicht zur geistig, um dass wir nicht einen Phantom nachjagen. Aber das kennen Sie Tante Barbara schlecht. Die war sparsam. Die drehte ja jeden Groschen dreimal rum. Ja, ja. Bravo, dann war sie geizig. Und dann war sie seriös. Dann kriegen wir das Geld bestimmt. Bin ich ganz beruhigt. Bitte. Natürlich. Dann gehen Sie jetzt nach Hause. Wohl. Gehen Sie zeitlich schlafen, jawohl, damit Sie morgen frisch sind. Wiedersehen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis morgen. Ja, wiedersehen. Was ist denn immer? Wiedersehen. Warum, was hast du denn eigentlich gegen ihn? Du bist wirklich naiv. Warum glaubst du wohl, wie er die Stühle wieder zurückkam? Das weiß ich nicht. Und vielleicht ist ein Geheimnis. Geheimnis. Ausnützen für dich. Abhängen wieder zu aber, ja. Du hast ja immer in einer wunderbaren Stimmung. Prost, Alois. Namens, Frau Lilly. Namens. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass wir also doch reisen werden. Wir können noch reiten. Was? Ja, Zeck, bitte. Flasche. Bitte, Sir. Ja, Sie sind ja wie verwandt. Jawohl, bin ich auch. Wenn ich da an gestern denke. An gestern Abend wollen wir nicht mehr denken. Das ist vorbei. Ja, wollen Sie mir nicht verraten? Nein, ich würde es ganz gerne, aber das darf ich nicht. Das ist nämlich ein Geheimnis. Und außerdem habe ich meinem Kompagnon das Ehrenwort gegeben. Und wenn mir jemand sein Wort gibt, dann halte ich es. Dann erfährt es niemand. Niemand. Also dir kann ich es ja sagen. In einen von den 13 Stühlen. Nein. Sagst du doch nicht. Ja, gar nicht. Nein, gar nicht. Nein. Nein? Du bist nicht neugierig. So, und jetzt sage ich dir es. In einen von den 13 Stühlen ist eine Erbschaft eingenäht. Eine Erbschaft? 100.000 Mark. 100.000 Mark? Schreibst du selber? Was schreibst du? Die Wände haben Ohren. 100.000? Ja, Mark. Wenn ich dir nur nichts gesagt hätte. Sie spannen mich auf die Pfosten. Ja, ich würde es Ihnen ja gerne sagen, aber... Aber Gott, sagen Sie mir es doch bitte. Heute lange Fragen, du weißt ja genau. Etwas schwindelig. Vielleicht setzen wir uns etwas an den Tisch. Ja, trinken wir etwas. Ja, bitte schön. Ja. Trinken wir etwas. Das ist eine gute Idee. Gott, welche Stimmung habe ich heute. Ja, ich auch. Prost. Einen Moment. Bitte. Lüfte Wildi, auch wieder einmal hier. Ja, Herr Streifler. Nun so offiziell, Lili. Darfst du ruhig Oskar zu mir sagen? Der Platz ist besetzt. Wen hast du dir denn angelacht? Sie, das verbiete ich mir. Ich sitze hier mit einem Kavalier. Da kommen Sie nicht mit. Verlassen Sie den Tisch. Von ganz in Frage, Lili. Schöne Blumen blühen für alle, Lili. Da kann sogar dein Kavalier nichts dagegen haben, Lili. Sie! Erlauben Sie! Was soll auf meiner Bord? Wir haben ja noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Bitte? Sie. Hallo, Sie. Sagen Sie,
Was fällt Ihnen denn ein? Was haben Sie denn mit dem Herrn gemacht? Der Herr hat ja angefangen. Also ich mache Sie für den Schaden haftbar. Die Dekoration, die Sie zertrümmert haben, kostet 70 Mark. Wenn Sie nicht bezahlen wollen, dann hole ich die Polizei. Aber wer zahlt doch? Gut, ich zahle ja immer. Bitte. Oder? Ja, bitte sehr. Die Dekoration 70 Mark. Und was der Herr gehabt hat? 70 und 27 Mark macht 97 Mark. Danke sehr. So. Und wohin gehen wir jetzt? Nirgends. Was heißt nirgends? Ich habe kein Geld mehr. Was für kein Geld mehr? Na, dann gehe ich immer in die Bar. Wiedersehen. Du hast doch hoffentlich Vertrag mit ihm gemacht, hä? Glaubst du, ich bin auf den Kopf gefallen? Natürlich habe ich Vertrag mit ihm gemacht. Wie viel Prozent denn, hä? 20. 20, nur 20. Aber ich sag's immer, du bist ein Depp. 50-50, 50-50, aber hättest du machen sollen. Aber du bist ja gierig, Caroline. Aber höre mal, wo wir doch das Ganze finanzieren. Wieso? Er finanziert. Er hat doch 100 Mark. Was glaubst du, wie genügsam dieser Mensch ist? Er raucht nicht, er trinkt nicht, er spielt nicht. So ist deine Tante. Ja, seriös. Morgen geht er wieder los, ne? Morgen um 8 Uhr. Morgen. Morgen. Wo bleiben Sie denn? Gut geschlafen? Ja, es geht. Das kann heute ein Tag werden. Ich bin auf alles gefasst. Ja, also da haben wir den Professor Werner. Aha. Ich komme Sie. Aber wohin denn Sie sind? Zum Professor Werner. Ja, da wohnt der gar niemand. Ja, wohnt nicht hier? Na, nein, der übersiedelt gerade in die Kastanienallee Nummer 6. Da drin ist er sein Leben. Ja, ja. Sie, vielleicht sind die Stühle drinnen. Ja. Nee, lass uns die Finger davon, ja, mach. Ja, nein, bitte. Jetzt kriegst du links. Ja, komm. Sind meine Möbel schon gekommen? Jawohl, Herr Professor. Die Räume werden bereits eingerichtet. Brennt der Schrank oder nicht? Da sind wahrscheinlich Akten drin. Sich zerschnitten. Platz, Platz, bleiben Sie ruhig sitzen. Wenn ich meine Frage erlauben darf, hat es Sie auch befriedigt? Nun, nicht so, das ziemlich. Sie haben hier einen sehr interessanten Besuch. Der Herr zerschneidet meine Stühle, aber wird mich ausgezeichnet. Das freut mich aber. Wenn die Herren gestatten, dann möchte ich jetzt gehen. Bitte? Wo wollen Sie denn hin? Ich will hin. Hier. Sind Sie gemeldet? Ja, ja. Ich wohne in der Lehrengasse Nummer 8. Und jetzt will ich zu meinem Kompagnon. Und der sitzt hier in der Kasse. Und den möchte ich besuchen. Wiedermeier. Hübsches Messer haben Sie da. Ganz gut. Hm, sehr hübsch. Wollen Sie mir nicht zeigen? Brauche ich ja noch. Und Sie tragen das Messer immer bei Sicherung? Natürlich. Wie gesagt, natürlich. Finde ich durchaus unabhängig. Man trägt überhaupt viel zu viel unnütze Dinge wie sich auf das herum.
wollen jetzt alles, was wir in der Tasche bei uns haben, einfach weg, ja. Hm? Schlüssel? Taschen? Schlüssel? Wollen Sie da auch alles wegwerfen? Ich bin ja nicht hier. Hm? Wann ist denn der Herr Enkel lieferbar? Heute. Heute bin ich ja nie herausgetragen worden. Ach, hallo, dass ich vielleicht mit diesem Sessel zerschneide. Das ist möglich, ja. Na, deshalb haben Sie das nicht gleich gesagt. Dann ist ja alles in bester Ordnung. Der Mann hat hier gefunden, was er braucht. Ja, er hat... Das ist ja so, bitte kann ich mit diesen Herren sprechen. Ich will mal sehen, was bitte. Ich machen lasse. Bitte. Ich bitte, hier einzubringen. Bitte schön. Danke. Wo ist das Geld? Sind Sie wohl verrückt? Was? Die haben mir doch gesagt, dass Sie den... Aber nichts, Sie sind, nichts ist, Sie sind ja nicht bei Trost an die Arbeit. Sie los. Haben, Messer. Was, Sie haben hier nicht... Messer. So. Ich dachte, Sie das doch nicht Chor am Publikum. Haben Sie was? Ei. Das ist aber nett, dass Sie es auf die Ehre geben. Die Herren arbeiten wohl immer zusammen. Hm? In letzter Zeit. Ja. Umso besser. Dann bleiben Sie gleich bei da. Lass doch den Blödsinn sein. Wir müssen am Mittwoch auf die Auktion. Da wollen Sie wohl auch Stücke kaufen, ne? Ja. Aha, und da gleich wieder so. Mensch! Dann bleiben meine Gäste. Jedenfalls für die nächsten 8 Tage. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Also Mittwochs. Mittwochs. Bleibt bei Mittwoch. Ja. Das ist entsetzlich. Schauderhaft. Die Leute hier treiben einen noch zum Wahnsinn. Ja. Hm? Nach all den 10 Versteigerungen kommen die 4 letzten Stühle dran, das ist vorbei. Ich habe mich schon als wohlhabenden Mann gesehen. Ich auch. Vorbei. Ich hoffe, dass dir das Geld viel Freude und wenig Sorgen bringt, deine Art. Was ist das? Na, der Mann sucht seine Erbschaft, das ist alles. Viel Freude, wenig Sorgen. Vielleicht danke. Lachen Sie doch nicht, die Sache ist doch sehr ernst. Dieser eklatante Fall von Freiheitsberaubung kann für mich die unangenehmsten Folgen haben. Deshalb müssen wir sehen, irgendwie bei der Sache herauszukommen. Kommt doch einen Rattenschwanz von Prozessen und dann kommt die Presse und die Kollegen. Wirklich doch nicht. Aber Professor, ein Nervenarzt darf doch nicht gleich die Nerven verlieren. Tja, ich hätte entschuldigen müssen. Ich glaube, Herr Professor, wir werden die beiden sehr rasch los. Was war das? Unsere Sachen. Was? Was müssen wir denn nicht? Anziehen. Und dann? Rechnen wir raus. Schnell. Zieh. Tür ist auf. Ich. Was ist dicht? Was denn nicht das ist? Da steckt eine neue Teufelei dahinter. Aber Vorsicht. Nachsehen. Nachsehen mit der größten Vorsicht. Die wollen uns vielleicht nur in Versuchung führen. Ach, was? Eine Finte. Ja, eben, irgendeine Finte ist. Aber die Auktion. Ach ja. Und die Auktion. Da müssen wir es riskieren. Müssen wir es riskieren. Riskieren wir es. Los. Müssen wir es riskieren. Los. Und ganz. Und hier. Moment. Was? Waren Sie schon einmal bei einer Auktion? Nein. Was, überlassen Sie das alles mir? Ja. Geben Sie hier. Was denn? Das Geld. Was für Geld? Was für Geld? Ich habe Ihnen doch 100 Mark gegeben. Da müssen Sie doch mindestens noch 80 Mark davon haben. Aber ich habe 40. Ich habe nichts mehr. Wieso? Was haben Sie damit getan? Wie getan? Mit einer jungen Dame bin ich ausgegangen und da... Und was geht mit einer jungen? Das sollen Sie mir jetzt 10 Minuten vor der Auktion kommen? Was? Verschollen ist? Ja. Seit 8 Tagen schon? Ja. Und wer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Am Ende hat ihn der Kerl ermordet. Vielleicht bin ich schon längst eine arme Witwe. Mein Herzlichstes. Beerde mich recht bald wieder. Nehmen Sie den Kontrabass und den Leuchter. Sagen Sie mir, wo hat denn mein Mann die ganze Zeit gesteckt? Im Irrenhaus. Irrenhaus? Ja. Jetzt ist keine Zeit zum Unterhalten. Was denn? Was denn da? Das kommt weg. Frage nicht, das habe ich schon verkauft. Keine Zeit.
Alles, ich kann nicht mehr. Ich bin schon voraus. Alles. Was ist denn? Schnell, schnell, wir kommen ja zu schön. Ja, ich kann ja nicht zaubern, nicht? Ich kann ja nicht zaubern. Wenn ich bedenke, was ich für Sie alles tue. Wärmst du doch nicht immer vor, nicht? Ja, natürlich, weil Sie ihr Geld verjubeln, soll ich mein ganzes Warenlager versetzen. Dafür bekommen Sie ja 20%. 20% ist gar nichts. Sie müssen 50 müsste ich bekommen. Das ist allerhand. Natürlich. Ja, Frechheit, 50. Ich mach's auch nicht gar nicht. Ich mach es nur die Herr Hofbauer, bleiben Sie hier. Ich bin einverstanden. Einverstanden? 50. 130. Ja? Das hilft, glaube ich. Ich glaube, ich hab was. Hat schon angefallen. Stühle sind schon dran. 83 zum Ersten. 84. 84 zum Ersten. Zum Zweiten. 86. 87. 87 zum Ersten. 87 zum Zweiten. 90. 92. 92 zum Ersten. 92 zum Zweiten. Und zum 93. 93 zum Ersten. 95. 100. 102. 120 zum Ersten. 120 zum Zweiten. Kein Angebot mehr. Und zum Dritten. Zur Kasse, bitte. So, bitte. Hier ist das Geld. Bitte. 20, 40, 60. Und danke. 60. Nehmen Sie es gleich mit. Ja. Ja, selbstverständlich. Also mit. Was ist denn? Was machen Sie denn da? Die Stühle, die haben wir gekauft in Ihnen. Sie haben doch die Fortuna ersteigert. Was haben wir? Was haben wir? Das Lehrturm. Wir wollen durch die Stühle. Ja, dann hätten Sie die Fortuna nicht ersteigern dürfen. Also nehmen Sie und gehen Sie damit nach Hause. Wir wollen die Stühle haben. Was machen wir denn mit der Fortuna? Dann nehmen Sie eben nicht ersteigern. Dann nehmen Sie eben nicht das Geld zurück. Dann nehmen Sie die Stühle wollen wir haben. Das Geld zurück. Nicht weiter die Auktion. Die Auktion geht weiter. Wir wissen doch nicht, wie wir die Stühle haben. Verschwinden Sie, verlassen Sie den Saal. Die Auktion geht weiter. Die Auktion geht weiter. Die kennen sich gut aus, meine Versteinerin. Sind Sie ruhig? Was? Sie lieber dieses Frauenzimmer. Ja. Sie haben überhaupt, Sie haben gesagt, die Stühle kommen dran. Kommen Sie. Wenn sie denn zu schwer ist, dann nehme ich sie. Nein, ich kann ja schon dran. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Zwei Wiedermeier, Stühle zu 43 Mark. Bitte zur Kasse. Ist entsetzlich. Das Geld ist putsch, die Sachen sind versetzt, die Fortuna ist hier in Gott. Am liebsten, wenn ich mich nur nie mit Ihnen eingelassen hätte, am liebsten möchte ich Sie umbringen. Komisch, komisch. Aber was ist komisch? Kein Mensch trägt was raus. Hm? Ist komisch, auffallend. Komisch, das ist auffallend. Sie kommen doch nicht mehr. Aber nein, wir wollen ja gar nicht rein. Ich wollte nur fragen. Das ist doch ruhig. Wir wollen nur wissen, wo werden die Sachen, die versteigert sind, rausgebracht. Hof und Bete. Was ist denn? Ha? Ha? Wir spielen immer, wir laufen immer so. Und dann springe ich drüber, wer höher. Schönes Wetter. Na, wie ist jetzt hier mit dem Glas Bier? Nicht schlecht, bei der Hitze. Ja, nicht schlecht. Auf unsere Kosten natürlich. Ich mach doch den Wagen auf. Cool. Bravo, das machen wir. Zwei Vierteln. Ja, bitte. Stieg ich so schnell. Nehmen Sie ihn überhaupt nicht. Ja, bitte, muss ich ihn dazu lassen. Ex, trinken Sie nur Viertel. Warum bleibt der Fisch? Nein, der Fisch, das ist nur der Gehochzeug. Hallo, was ist denn? Ja, sehen, was folgt Ihnen denn? Bravo. Er fährt so gern. Ich fahre so gern, wenn ich noch mal gefahren bin, dann fahre ich rauf und runter. Ja, wenn Sie gern fahren, bitte schön, ja. Spannen Sie an, da haben Sie fahren. Bitte. Und jetzt umdrehen! Nein, umdrehen hat keinen Zweck, die Straße ist gesperrt da unten. Ist doch ganz klar. Deswegen. Ja, halt! Bitte! Herr Rechtsanwalt Dr. Pfannkuchen! Nee, Rechtsanwalt, ne? Ich habe hier einen Stuhl abzugeben. Danke sehr. Und die
die anderen? Die brauchen wir wieder hinunter. Bitte, Marianne, gehen wir. Also, wohin jetzt? Zu Holdenreich. Nur in den Kopf verlieren, nur in den Kopf verlieren. Unsere Chance wächst von Minute zu Minute. Und wir haben nur noch zwei Stühle. Ja. Wir wissen doch die Adresse. Ja, bin Rechtsanwalt. Und Holdenreich. Holdenreich. Zuerst geht's um Holdenreich. Brennt ja bei Holdenreich. Ja, dann brennt. Ich gehe hinein. Gehen Sie nicht hinein. Gehen Sie nicht hinein. Gehen Sie nicht, das ist ja falsch. Hier müssen Sie doch. Wie reden Sie mit mir? Ich tue doch, was ich kann, aber gehen Sie, Sie machen nichts wie Unfug. Was? Für ein Vergnügen hüpfen Sie in den Flammen herum, machen Feuerzauber, mir überlassen Sie die ganze Arbeit. Was können Sie denn eigentlich? Ich habe den Stuhl gesucht. Na eben, das ist ja der Blödsinn. Sie waren auf 20. Na. Der Stuhl steht auf 22. Da müssen wir sofort aber hin. Bleiben Sie, ich war schon dort. Ist ja nichts los. Was? Wieder eine Niete. Wieder nichts. Auf zum letzten Mal. Ach, Gott. Das ist oben im ersten Stock. Ja, ist der letzte Stuhl. Soll ich aufgehen? Und Sie können doch nicht draufgehen in diesen Aufzug. Ja. Ich werde. Aufsehen. Passen Sie auf. Bitte? Und wenn ich nicht anders, wenn mir nichts anderes übrig bleibt, schmeiße ich den Stuhl beim Fenster herum. Gut, ich bin so aufgeregt. Letzte Sie, Stuhl. Sind, jetzt oder nie? Los, jetzt oder auf. Also nehmen Sie Platz, mein Herr. Warum haben Sie sich? Es handelt sich um einen Kompagnon. Und jetzt bleibt von mir eine viel zu hohe Beteiligung. Sie sind sehr nervös, oder? Nein, bin ich nervös. Er verlangt von mir eine Abfertigung, respektive eine prozentuelle Beteiligung, die mir mit Recht zu hoch erscheint. Denn ich lasse mich nicht über das Ohr hauen. Natürlich. Ich gehe von diesem Standpunkt aus, denn
Ehrlich gesagt am längsten. Gewiss, ja. Ja, aber worum handelt es sich denn eigentlich? Schauen Sie, um die Hebung eines Scherzes. Eines Scherzes, ja, ich verstehe. Also Erz oder Öl? Erz, Gold, Gold, Papier. Papier? Ist so ein Goldes wert? Ein Goldes wert? Also doch Gold. Ich finanziere das Unternehmen, finanziere es sozusagen und ich befinde mich auf Grund und Boden. Ich sitze auf dem Schatz. Ja. Ja, warten Sie mal, da habe ich unlängst einen ähnlich gelagerten Fall erlebt. Sitzen Sie schnell? Ich sitze gut. Es handelt sich dann nämlich um Silberminen. Ich werde mal die Akten holen. Ja, bitte. Augenblick, bitte. Ja, hier. Lassen Sie mir Zeit, ich habe es. Ich habe Zeit. Na, das ist auch eine Art. So, Geschenke zu machen. Also los, abfahren! So, da hätten wir den... Colin? Ja? Colin, ist er ja. da? Wer? Ist er noch nicht da? Wer? Der Felix, der Stuhl, der Rabe mit dem Geld. Doch, dass niemand da ist. Dieser Lump, dieser schlechte Kerl, dieser hinterlistige Mensch. Ich denn? Bedrohung hat er mich, mein Vertrauen hat er mich auch durchgegangen, ist er mit dem 13. Stuhl und mit dem 100.000 Mark. Siehst du, ich habe dir gleich gesagt, das ist ein Schwindler. Aber du bist ein eingebildeter Depp. Ja. Du hättest mir folgen sollen. Ich hätte dir folgen sollen. Ja, ich hätte... Ja. Da ist er. Guten Morgen. Ja. Entschuldigen Sie, ich habe mich etwas verspätet. Das macht nichts. Ich hätte Ihnen beinahe Unrecht getan. Wieso? Ich habe gedacht, dass Sie vielleicht... Nein, aber... Wieder hier. Also jetzt... Hammers? Was ist Hammers? Geld? Was war das? Wieso? Was? Sie waren doch oben. Ja, Sie waren doch unten. Ich habe doch den Stuhl beim Fenster rausgeworfen. Ich musste ja weglaufen. Ja, das habe ich bemerkt. Sie haben es doch. Geben Sie es raus. Geben Sie das Geld raus. Dann fahrt Sie hier. Was denn? Nein, hier kommen Sie nicht raus. Ist doch vernunft. Ja, ich nehme keine Verluste. Na, fahr Sie ab. Die. Loop. Ich kann mich rausweigen, dass... Alois. Was ist denn? Baldrian, damit du dich beruhigst. Hätte man das für möglich gehalten, was es für Menschen gibt? Ja, das gibt es. Immer. Da hast du. Das kann ich dir sagen. Dass ich nie mehr etwas machen werde, ohne dich zu fragen. Hoffentlich. In dem Stuhl waren 100.000 Mark eingesetzt. 100.000 Mark? Ja, wenn ich Ihnen sag. Was ist denn? Wo ist der Stuhl, von dem Sie eben sprachen, nämlich den 100.000 Mark? Hier im Haus. Also Vorsteherin. Liebe Freunde des Weißen Hauses, die ihr gekommen seid, um an unserem Glück teilzunehmen, das uns wie vom Himmel geschenkt ist. Es hat sich etwas Wunderbares ereignet. Ein kinderliebender, hochherziger Spender, der für die Zukunft unseres Weißen Hauses sorgen wollte, hat uns ein märchenhaftes Geschenk gemacht. Hier sehen Sie einen Stuhl, einen schlichten Stuhl. Aber in seinen Polstern eingenäht fanden wir ein Vermögen von 100.000 Mark in Bar und einen Zettel, dies Geld möge Glück und Segen bringen. Das wird es. Wir wollen unsere Kinder von dem Gelde etwas lernen lassen und sie mit einer guten Ausbildung ins Leben schicken. Unbekannter Spender, wir danken dir.
Herr Hofbauer. Lass mich in Ruhe. Herr Hofbauer, Sie lassen müssen... Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Ich will von Ihnen nichts wissen. Ich will nichts wissen. Verstehe überhaupt nicht, dass er sich da noch herdran. Wer hat Ihnen denn gesagt, dass ich hier bin? Niemand. Ich bin zufällig vorbeigekommen. Sei ja auch ein gutes. Nein, danke. Zu trinken, bitte. Nein, danke. Sie können sich nicht ins Wirtshaus hersetzen und etwas zu nehmen, nicht wahr? Das ist doch keine Parkanlage. Ich habe ja nur noch 7 Pfennig. Ober. Bitte? Golasch. Mit Nockerl? Warum mit Nockerl, so wie ich? Bitte sehr. Herr Hofbauer, Sie sind verbittert. Na ja, was? Nun soll ich vielleicht noch jubeln? Nach dem, was Sie mir antun, wochenlang bin ich herumgerannt mit Ihnen, die Sachen habe ich versetzt, das Geschäft ist am Hund, mit meiner Frau bin ich zerstritten, für was? Für nichts. Bitte, wenn in den 13. Stuhl auch nichts drinnen gewesen wäre, kann man nichts machen, nicht wahr? Habe ich das Risiko übernommen. Aber das ausgerechnet, auf einmal der 13. Stuhl endet, mein lieber Herr, er ist nicht da, fertig, er ist nicht da. Ist er da? Waisenhaus. Was? Aber bei den Kindern. Was ist das? Verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Das müssen Sie mir deutlich erklären. Der Stuhl ist eben durch Zufall ins Waisenhaus gekommen und ich bin auch durch Zufall hingekommen. Und da habe ich eben stehen sehen, Blumen geschmückt. Und die Kinder, die haben gesungen und die Vorsteherin hat gesprochen und hat sich bedankt bei dem edlen, unbekannten Spender. Ja, ja, und was denn, was denn? Da haben Sie doch zu uns gehört und Sie haben gar nicht protestiert. Konnte ich nicht, weil ich bin ganz schnell weggegangen. Verzichtet. Muss was? Auf alles, auf meine Hälfte auch. Wenn ihr hingeht, können Sie Ihre Hälfte holen. Meine Hälfte bleibt da, bei den Kindern. Ich bin ein unbekannter Spender. Ja, aber ich bin ja auch. Und ich? Bin ich vielleicht nicht auch ein unbekannter Spender? Was? Denn Sie reden ja immer von Ihrer Person. Ich glaube, weil es 50.000 Mark gibt, werde ich doch wenigstens ein unbekannter Spender sein steht können. Steht. Nicht wahr? Steht ja. Steht ja bei Ihnen. Steht ja bei Ihnen. Das ist keine Wohltat mehr, überhaupt. Das ist keine Wohltat mehr, das ist schon ein Blödsinn. Wenn man selber nichts hat, da kann man auf einen Teil verzichten, aber doch nicht auf das... Und die haben gesungen? Was haben sie gesungen? Wer gibt, dem wird gegeben. Schön. Ich sehe nicht. Wer gibt, dem wird. Können Sie mir vielleicht das Fahrgeld geben, Herr Hofbauer, dass ich nach Hause komme? 29. Das kostet mich aber sehr viel Geld. Das kommt mir schon. Ich glaube bestimmt, Herr Hofbauer, dass das Geld noch mal Segen bringen wird. Wollen wir es hoch? Und das schwöre ich Ihnen, Herr Hofbauer, wenn ich im Leben noch mal Glück haben sollte, sind Sie daran beteiligt mit 50%. Wiedersehen, Herr Hofbauer. Wiedersehen. Wie ist denn? Ober? Ein unbekannter edler Wohltäter. Ist eigentlich ein wunderbares Gefühl. Oh, Herr Chef, darf man gratulieren? Nicht viel sprechen, ja. Mantel. Hier. Ist doch noch geliefert worden? Ja, zum letzten Mal. Na, hier. Ich kann nur sagen, Scherben. Ein Witz. Bin ich zu Hause? Morgen, Herr Rechner, wenn Sie wollte Ruhe zu haben. Der Chef ist leider wieder nicht zu Hause. Ach, das ist aber schade. Ich bringe eine frohe Botschaft. Ein großes Glück. Bitte hier. Was ist denn? Zu wieder Erbschaft? Vielmehr. Mich selbst. Da schauen Sie. Felix Rabes, Haarwuchs, bitte. Donnerwetter nochmal. Die sind aber ausgeschossen. Was? Sie sind ein großer Mann. Ein Trost für die Kahlen. Ja. Ein Menschheitsbeglücker. Okay. Ein Genie. Herr Rabe, was hab ich gesagt? Scherben bringen Glück. Ja.